Angesichts der blutigen Niederschlagung der Proteste in Syrien will die Europäische Union noch diese Woche verschärfte Sanktionen gegen Staatschef Bashar al-Assad verhängen. Doch der zeigt sich unbeeindruckt und lehnt politische Reformen weiterhin ab. In einem fernsehübertragenen Rede bezeichnet Assad heute Vormittag die Proteste gegen sein Regime als Komplott. Immer mehr Menschen fliehen aus Syrien Richtung Türkei. 10.000 leben bereits in Zeltunterkünften auf der türkischen Grenzseite, auf der Flucht vor der Gewalt in ihrer Heimat. Die syrische Armee verbreitet beim Einsatz gegen Regierungsgegner Angst und Schrecken. Doch das sieht der syrische Präsident Assad anders. Er macht bewaffnete Extremisten für das Massaker verantwortlich. Gleichzeitig signalisiert der Präsident Bereitschaft zu einem nationalen Dialog. Das ist der Europäischen Union zu wenig. Es ist ein großes Elend durch Präsident Assad verursacht worden. Und deswegen ist es notwendig, dass auch die internationale Gemeinschaft gemeinsam handelt und sich auch auf eine Weiterung der Sanktionen verständigt. Noch diese Woche soll das beim EU-Gipfel in Brüssel abgesegnet werden.